Hallo liebe Schildmein-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Life mit eurem Erik Vikingson und dem Kasimir. Es ist Dezember und wir haben die Nachricht schon wieder bekommen. Wir sollen zum Bruder Matthias kommen, mal gucken, was er von uns will. Außerdem war gestern Abend, ich habe noch ein bisschen gearbeitet, habe noch ein bisschen was gemacht. Um 21 Uhr gestern Abend kam wieder dieses Geister-Event und dem bin ich gefolgt bis runter zum Bürgermeister. Also ich bin von hier bis runter zum Bürgermeister näher gerannt. Und was haben wir bekommen? Einmal eine schwere Falle, zwei Wunderspritzen. Dann wieder ein Zauberhut, sehr gut. Und diesen Totenkopf, und den wird man natürlich gleich wieder zu den anderen bringen. Und zwar hier hin. So, mal gucken, ob wir den schon hinkriegen hier. Na komm. So, ja, ja, so ist super. So ist super, das ist dann der Totenkopf Nummer 2. Ich bin mal gespannt, ob wir nochmal einen kriegen. Die Falle, ich sag's euch ganz ehrlich, ich möchte mit Falle nicht, nicht jagen gehen. Die werden wir verkaufen. Also, das heißt, wir gucken jetzt hier rein. Wir haben hier noch Fallen. Wir haben eine schwere Falle. Ja, ich weiß nicht, jetzt habe ich schon wieder, wenn ich jetzt sehe, schwere Falle und Schwalle, dann habe ich schon wieder die Gedanken daran, dass wir da eventuell noch auf irgendwas kommen, wo wir es brauchen werden. So, ich habe noch den Schnaps geholt, den Heidelberg-Likör. Oder unseren Heidelberg-Eis. Oh, wunderschöner Dezembermorgen. Herrlich, herrlich, herrlich. So, komm mal her. Trink mal was, Kasimir. Schön kalt aus dem Brunnen. Dann holen wir gleich die Ilse raus. So, jetzt sieht man erstmal, wir gehen heute mal in den Hof ab und gucken mal, was denn so für uns zu tun ist. So, das haben wir fertig. Jetzt benutzen wir unseren Schnaps, werden wir jetzt herstellen. Zweimal Himbeergeist zu verkaufen. Die Flasche tue ich jetzt mal hier unten rein. So. Hervorragend. Das ist doch alles schon mal super. Wir nehmen sie schon mal mit, weil ich glaube, wir werden heute ein paar Schweine verkaufen. Eventuell. Ja. So, wir gehen das mal alles jetzt gemeinsam ab. Also, jetzt ist so schön hier. Das ist unser neues Kuhgehege. Finde ich richtig gut. Wie gesagt, möchte ich mit den Zäunen so lassen. Gefällt mir ganz gut. Wenn man hingeht, sieht man es halt. Aber stören tut es mir nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, es sieht irgendwie schöner aus, anstatt diese ganzen Dinger da drin. Ich weiß nicht, wie ihr es denkt, aber ich finde es schon. Wird natürlich auch bedeuten, dass wir diese Sachen hier abbauen werden und neu hinbauen werden. Das wird heute auch noch passieren, damit wir das schön haben und alles toll ist, dass das alles eine einheitliche Form hat, bis auf unsere ja, Gehegetüren hier. So. Und die Außenzäune, der Außenbereich, der bleibt natürlich so, wie er ist. Finde ich gut, möchte ich so haben, gefällt mir. So, dann werden wir hier die großen Hecken und Sträucher jetzt dann erstmal eliminieren. Das müssen wir machen. Oh, und hier, unsere Blumen sind natürlich nicht mehr gewachsen. Alles drum und dran. Ilse schreit schon. Ilse, ich komme, ich hole dich raus. Haben Sie keine Schiss? Hier bin ich. Ilse, ich bin da. Wow. Ist aber jetzt ganz schön mobbelig, meine Kuh. Ich sag's mal so, wie es ist. So. Die Eier nehmen wir mit, werden wir verkaufen und ich hoffe, wir haben heute Schweine zu verkaufen. Ich hoffe so sehr. Ich glaube, dann gibt es richtig Kohl. Habe ich das Futter noch einstecken? Ne, das habe ich schon wieder weggebracht. Ilse, komm mit. Komm. Hör auf zu führen, Entschuldigung. Ilse, komm mit. Ilse. Ilse, Ilse, Ilse. Keiner, keiner will Ilse. So. Perfekt. Kann man nicht melken? Klar, ne? Warum nicht? Warum sollen wir die nicht melken können, Ilse? Ja, yeah, Baby. Wir können Butter herstellen. Das wird so geil. Ilse, ich verspreche dir, wenn dein Gehege fertig ist, du wirst dich so cool wohlfühlen. Glaub mir es. Es wird einfach überragend. So, zweimal Milch. Das sind zweimal Butter, glaube ich sogar. Dann werden wir die gleich herstellen. Da gibt es heute erstmal für den Kasimir einen schönen Steak. Nicht nur immer Eier. So, komm mal her. Die machen wir da rein. Das ist nämlich jetzt unser. So, jetzt gibt es erst nochmal ein Ei. Eins reicht. So, Holz müssen wir hacken. Also wir haben wieder viel zu tun, Wintervorbereitung und so weiter und so fort. Ganz klar, ne? Bereite vor, Butter. Habe ich Butter? Ich habe, oh, 10 mal Butter, mega. Ich meine, ich bin ja kein Butterfan, ne? In real life. Ich hasse Butter, da wird mir richtig schlecht von. Wenn ich nur Butter sehe und rieche und alles drum und dran. Aber hier ist es wichtig, weil wir braten das Fleisch. Let's go. Was kostet der Fisch? Auch so viel Fleisch und Fisch auf dem Tisch. Kasimir, das Leben wird schön jetzt langsam. So, hast du hier noch Futter drin? Ja, das reicht. So, Ilse.
Warte mal, ich muss jetzt nochmal hier rüber, muss das Hühnerfutter holen. Hallo. Grüß euch. So, Schweinefutter haben wir hier, 7. Und Hühnerfutter, ich habe doch nochmal hier, was ist denn das? Weizen. Dann ist das hier auch Weizen, ne? Dann kriegt ihr den Weizen hier. So. Dann müssen wir den Weizen halt einfach nochmal dreschen. Wenn es dann soweit ist. Komm mal her. Komm mal rein hier. Zack, 20 mal Weizen. Ist drin. So, sind ein paar Schweine gewachsen. Das wäre natürlich ganz wichtig. Yo, Baby, sind sie. Du bist eine Sau. Noch nicht fett. Ich müsste mal eigentlich behalten, ne? Aber so viele Säue. Weiß nicht, ob das so gut ist. Wir haben auch eine Sau. Was haben wir hier? Ein Schwein. Du bist auf jeden Fall das Nonplusultra. Du bist mitgenommen. Ja. So, hier haben wir auch noch jemanden, der sich versteckt. Eine Sau. Ich würde sagen, wir verkaufen sie. Weißt du, die sind sauber, die sind halt nicht fett. Das Problem ist, die sind halt nicht fett. Und ich glaube, wir sollten die wirklich erst verkaufen, wenn sie fett sind. Wir haben ja Geld. Es ist ja nicht so, dass wir keins haben, ne? Jetzt sieht man auf jeden Fall erstmal den Misthaufen hier. Die werden wir heute auch erstmal holen. Flauschi? Entschuldigung, mein Großer. Komm mal raus hier. Komm mal raus. Mein armer Flauschi. Ja, ich wollte dich nie einsperren. Tut mir leid. So. Ja, dann machen wir jetzt erstmal den Mist weg hier, oder? Das Schweinegehege muss auf jeden Fall größer werden. Das ist jetzt amtlich, das sehe ich schon. Das können wir so nicht lassen. Ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ob wir das Gehege da, das Ding da oben wegmachen. Ah, das ist schwierig jetzt gerade. Oh, der Fisch ist gut. Gott sei Dank haben wir gerade nichts zu tun. So, dann holen wir schnell, nicht, dass es hier verbrennt. Oh, zack, 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 zack. Was willst du denn? Ein Fleisch? Komm her, aus hier rein. Ach, das ist super. Das ist so hervorragend. So, den Fisch kannst du mitnehmen. Also. Was wollten wir jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Leute, das ist schlimm. Ich hab's echt vergessen. Hier verkaufen wir, wenn es fett ist, ne? Je fetter das Tier, umso besser ist es mehr wert. Dann werden die nochmal da bleiben. Dann werden wir das jetzt so machen. Dann lass uns doch einfach hier... hier abschließen. Wisst ihr, wie ich es meine? Und da abschließen, dass es das Schweinegehege ist. Warum machen wir das nicht so? Ich glaube, das kann gut werden. Komm mal her. So. So. Mach alles ab, komm. Ist egal jetzt. Mach's weg. So, perfekt. Nur die Außenbereiche nicht bitte. Das Tor machst du jetzt auch nochmal weg. Das ist okay. Wir machen das jetzt nochmal. Das Schweinegehege muss schöner werden. Wir sind Schweinebauern. Wir müssen das machen. So, jetzt sind wir auch wieder maßlos überladen. Das ist aber erstmal egal. So. Weil dann kann ich nämlich auch den Mist, siehst du, da geht es nämlich gleich in den Stall. Da geht es nämlich gleich rein hier in den Stall. Da oben haben sie auch einen Stall. Dann werden wir das so machen. Dann werden wir jetzt... Ja, kommt's. Wo läufst du hin? So, wenn wir jetzt sagen, wir müssen das halt machen. Es tut mir leid, ich weiß... Das ist alles ein bisschen schwierig hier mit mir gerade, aber wenn das nicht schön ist und die Tiere sich nicht wohlfühlen, dann bin ich auch nicht glücklich. Ich glaube, ihr auch. So. So, dann machen wir hier. Dann würde ich jetzt hier Tor reinbauen. Wisst ihr, was ich meine? Das sollen wir ja auch bauen. Großes Tor. Wir haben das Zeug da. Zack. Großes Tor ist dran. Und jetzt wieder Zaun. So, zack. Ist doch kein Zaun, oder? Klappt das? Oh, dann müssen wir jetzt hier einen kleinen Zaun reinbauen. Wow, das ist kein kleiner Zaun. Was ist das? Hallo?
Das war doch kein Zaun. Krieg ich das so hin, dass das irgendwie gut aussieht? Yo, 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 yo. Super gut. Super gut. So, was brauchen wir? 11 Bretter und wir brauchen Schrott, damit wir das Tor fertig kriegen. Wird das der Hammer durchstehen? Der Hammer wird das durchstehen. Wir müssen das jetzt gerade bauen. Wisst ihr, damit ich ja hier... Wo will das Schwein hin? Jetzt merkt schon, was los ist. Merkt das schon. Bestätigt. So. Ja, jetzt machen wir schnell den Zaun fertig. Produziere schwarzgebrannten. Jetzt, Baby, Aufgabe erledigt. Darauf habe ich dann nur gewartet. Dann müssen wir jetzt dann hoch. Und vielleicht kriegt man dann das Mehlrezept jetzt langsam. Das wäre es jetzt. Ja, das ist schon gut so. Ich war so ein bisschen schon... Hat es mir nicht so wirklich gefallen. Zugesagt, es war dann doch schon sehr klein. Wenn dann auch die Ferkel rumlaufen, wisst ihr. Und ich muss sagen, so sieht es richtig gut aus. Und wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt hier an. Wir fangen jetzt dann hier an. Hauen. Ilse, nicht durch mich durch, bitte. Ilse, gehst du mal ein Stück weiter? Ilse. Die macht mich fertig. Na ja, gut, es geht. So. Und der hier so. 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 Jetzt müssen wir die ausgebrochene Kuh da holen. Die ausgebüchste Kuh. Ausgebüchste Kuh, komm mal her. Mr. Plauschi, ausgebüchste Kuh. Ich bin auch nicht ganz sauber. Ausgebüchster Plauschi, kommen Sie her. Sehr gut. So. Ah, ich bin wieder mal ein Mist gedreht. Das ist wieder hervorragend. Schauen. Schauen. Es ist zum Heulen. Es passt wieder nicht. Doch. Ah, jo, nee, das will ich so nicht. Also ein bisschen schön doch, aber so nicht. Wie macht man's? Dann doch eher so. Wieso baust du mir jetzt die Zaun nicht? Wieso? Ja, so, genau. Jetzt würdet ihr den ranbauen? Ja, tatsächlich. Super Schweinegehege. Ich sag's euch so, wie es ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Können wir abbauen. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, dass die Ilse uns jetzt gleich erstmal folgt. So, wir machen hier zu. Die Ilse bleibt jetzt erstmal ein paar Tage bei den Schweinen. Hier müssen wir ja auflassen. Ach, Plauschi, du bist ja immer noch einmal dran, ne? Komm mal her. So. Pass auf. Das Problem ist es mit den Hühnern. Die Hühner sind halt extrem verstreut. Die werden wir hier auflassen müssen. Das mache ich nachher. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege, dass wenn die Hühner drin sind, das mache ich dann offline, bis wir dann zusehen, dass wir das alles nach außen hin aufmachen und dass das eigentlich nur unser Weg ist hier. Das hieße im Endeffekt, hier ist noch auf jeden Fall Futter drin, dass ich jetzt erstmal hier einstecken habe jetzt gerade. Bisschen, ja, ja, rennt ihr nur. Rennt ihr nur, ihr Hühner. Warte mal, hier haben wir noch ein Schwein, das muss auf jeden Fall mit. Das holen wir jetzt gleich, weil wir wollen jetzt erstmal den Mist wegbringen. Wir müssen halt jetzt so ein bisschen hochflippern machen, ne? Das ist halt nun mal so. Ach, der Schwarzgebrannte. Komm, nimm. Ja, Entschuldigung, ich weiß, du hast Postflasche. Ja, Kasimir, ich weiß, du Postflasche. So, die Mistgabel. Brauchen wir. So, gib mal her den Schwarzgebrannten. Zack, bam, Junge. Super. Einmal ausgemachter Kasimir Schnapp. Es ist hervorragend. So, Schwein. Svinja. Komm mal mit. Ich hab dir ein neues Gehege gebaut. So, ja, Händel. So, komm so rein. Ja, komm rein! Thomas. Das gibt's doch nicht.
So. Und du. Nicht mehr voll. So, jetzt alles Stück für Stück. Wir heben das jetzt erstmal auf. Okay, das ist anscheinend Stein. Genauso wie das. War das denn hier kein Stein? Dein Ernst jetzt? Ich würde mir ja schon wünschen, dass ich ein bisschen mehr davon aufheben könnte. Oh, kann ich sogar. Auch kann ich ja sogar. Ach, guck mal. Oh, Entschuldigung. Augen ausgepickt hier. Okay, das ist super. Es liegt Frost in der Luft, ist richtig. Blab, 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 blab. So. Na, herrlich. Was schon so eine Mistgabel ist, ne? Ist schon wieder im Mist reingedreht. Schwein. So. Ist das echt kein Mist? Tatsächlich. Oder ist schon gefrorener Mist? Ja, aber guck mal. Voll flauschig und so. Ist das nicht schön? Habt ihr nicht ein wunderschönes Gehege? Also ich finde es hervorragend. Hast du hier reingemacht? Die Schwein. Sie Schwein. Und bei der Ilse war auch noch was. Okay, dann müssen wir noch mal rein gleich. Zack. Voll. Dünger ist auf jeden Fall am Start hier. Für die Produktion funktioniert. Super, dann sind wir hier durch. Dann haben wir hier sauber gemacht. Alles super, alles schön. Es ist so kalt heute, ich weiß. Da hat es jetzt einen Haufen hingesetzt. Die blöde Crew hier. Guck dir das an, du. So. So, dich muss ich jetzt mal bitte führen. Frau Sau. Ja, dann komm her. Ja, ja, zieh die Ilse ruhig mit weg. Komm her. Hallo. Wo ist, was ist denn hier los? So, danke schön. So, eins, zwei. Alle Schweine ohne Hut werden wir verkaufen. Fett halb 100. Habt ihr alle schon gefressen? Ihr seid aber auch verfressen, hey. Fettheit 60, 10, 100, 10, Pass. Gut, dann sind wir hier durch. Dann werden wir jetzt zu Tadeos Frau müssen, denke ich mal. Und werden mal gucken. Kommst du her? Sag mal, bist du aber frech. Quasi mir, der kann gar nicht kalt sein. Das geht gar nicht. So. Mach zu die Tür, mach weit. So, jetzt ist alles eingepfercht, was eingepfercht sein soll. Außer die Knallkörper hier, die draußen noch rumrennen. So. Das kann wieder zurück. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Flasche. Nö, haben wir nicht. Gut. Also, haben wir alles erledigt soweit, was zu erledigen war. Die können wir auch zurück tun. So. Genau, die Flasche tun wir zurück. Die Eier. Mal gucken, ob wir die jetzt gleich noch verkauft kriegen. Aber ich bin guter Dinge. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Der Hof sieht aufgeräumt und schön aus. Ja. Lässt sich auf jeden Fall gut ansehen. So. Dann gucken wir jetzt erstmal ins Journal. Besucher Vater Matthäus. Das müssen wir auch noch machen. So, ich frage mich, was Helen zu einem so stark Getränk sagen wird. Meiner Meinung nach lief es für mein erstes Mal außergewöhnlich gut. Super. Und hier sollen wir dann den Pfarrer Matthäus besuchen. Jetzt gehen wir erstmal zu Helen hoch. Was hast du denn? Nicht. Was trinken kannst du auf jeden Fall nochmal. Du jammerst nicht gleich wieder rum, wenn wir oben sind, dass du nichts zu saugen hast. Man kennt dich. So, du sollst aufhören zu frieren. Du rennst die ganze Zeit hier rum, wie ein Sack warm und du frierst. Oh, jetzt ist der Schnaps fertig. Herzlichen Glückwunsch. Helen! Ich dachte, du bist weg. Ich hab das Zeug. Grüß dich. Hier, bitteschön. Gibt's eine Belohnung, meine Gute? Was hast du mir jetzt gegeben? Zucker?
Und? Ein leeres Einmachglas? Ist das dein Ernst? Ja, lachst du mich auch noch aus, ey. Kann ich dir helfen? Ein Getränk aus der Vergangenheit. Oh, jetzt mit. Mein Vater ist ein wenig besessen von Honig. Man kann es an seinem Bauch sehen. Er trinkt auch gerne und viel. Seit einiger Zeit ernährt er sich ständig, erwähnt er ständig, dass er noch nie in seinem Leben Met getrunken hat, der Ärmste. Meine Produktion ist in vollem Gange, das Geschäft muss laufen. Ich habe keine Zeit, mit neuen Getränken zu experimentieren. Allerdings kannst du als Brennereianfänger dabei eine Menge lernen. Ich habe ein Rezept besorgt, dir selbst die Zutaten, besorge dir selbst die Zutaten. Wenn du das schaffst, einen anständigen Met herzustellen, kannst du mir 2 Flaschen vorbeibringen. Baby, sowas von. Aber sowas von. Jetzt hat er eine Apathie, das ist mir aber verdammt egal. Wir haben Met. Wo wollten wir jetzt hin? Wo wollten wir hin? Ach, wir wollten gucken, ob du das kaufst, ne? Hier, den Schnaps. Entschuldigung. 80. Oh, 80? 80 ist wenig. 80 ist extrem wenig, Püppi. Das kannst du mir nicht antun. Ja, nee, da brauchst du auch nicht an deinen Arm riechen. Das ist jetzt mein Ernst. So, Freunde der Sonne. Dann, gehen wir auf den Marktplatz. 80 kann ich nicht machen. Die Sophia bringt uns ja mega viel dann dazu. Das können wir nicht tun. Bruder Matthäus, siehst du, da müssen wir auch noch hin. Hau ab, ist Weihnachten, jetzt wird nicht gekämpft. Fest der Liebe und sowas, weißt du? Hi, Pippi. Du, ich war gerade bei der Helena, die hat mir gesagt, hier 80, 112, du bist die Beste. Mädchen, du bist die Beste. Da kriegst du deinen Zucker noch von mir. Hau ihn nicht, schleppe ich nur umher jetzt hier. Essen. So, Einmachglas. Ja, das behalte ich lieber. So, wir haben das Met-Rezept erlernt, ihr Lieben. Ihr wisst, was kommt heute. Wir werden heute noch Met ansetzen. So, Bruder Matthäus. Unser Kasimir ist kurz vor der Apathie. Es wäre schön, wenn du was Schönes für ihn hast. Dass wir hier nicht umsonst umherrennen. Bruder Matthäus. Hallo? Kann ich helfen? Leuchte Weihnachten. Ich würde Weihnachten in diesem Jahr gerne mit etwas angenehmer für unsere Bürger verbinden. Sonst auf den Sack zu kratzen. Nicht nur mit harter Arbeit, Vorbereitung und eisigen Temperaturen. Vor der Kirche habe ich einen schönen Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich würde ihn gerne schön dekorieren und erhellen. Ich habe mehr Angst vor Elektrizität als vor Höhen. Deshalb hätte ich eine Bitte an dich. Könntest du den Weihnachtsbaum schmücken und mit Lichtern versehen? Das Problem ist, dass ich ein Paket mit Weihnachtsschmuck anlege. Geht es jetzt echt schon wieder los? Müssen wir jetzt jedes Jahr den sein blödes Paket suchen? Ich glaube, ich spinne. Entschuldigung. Ich bin gerade. Das kann aber jetzt nicht antun. Ich kann doch nicht jedes Jahr dem sein Paket hier oder oben steht es wieder. Komme ich da hoch? Jetzt machen wir das jedes Jahr aufs Neue? Oh, wow. Ja, aber dann fällt nächstes Jahr. Also dann. Nächste Weihnachten fällt Weihnachten aus. Sei doch. Dezember gibt es kein Geschenk. Ich glaube, ich spinne. Da muss ich ja jeden Dezember gleich als allererstes zu ihm. Zeit habe ich ja gar nicht. Wir sind sehr beschäftigt. Entschuldigung. So. Er ist apathisch und alles drum und dran. Und kalt ist ihm und... Also der Weihnachtsstress hier. Nee. Jetzt der mal das Met-Rezept. Jetzt nochmal noch so einen blöden Baum dekorieren. So haben wir geschafft. So, jetzt sollen wir den großen Baum da vorne auch noch dekorieren, oder was? Dreht euch. Jetzt kratzt er sich am Arsch. Was denn du? Erleuchte den Weihnachtsbaum. Nicht dein Ernst jetzt. Ich muss jetzt aber nicht schon wieder
3 Lampen kaufen dann jedes Mal. Dann kann das wirklich knicken. Wenn ich die Lampen nicht kriege, der ist wohl nicht ganz sauber. Jetzt habe ich keine Leiter mit. Und der blöde Frecken steht auch noch da doof rum. Nee, ne? Okay. Okay, kommen wir da oben ran. Jo, jo, oh Gott sei Dank, ohne Leiter. Oh, und jetzt? Jetzt gehen wir wieder zurück. Bruder Matthias! Es ist doch nicht so schlimm. B, da steht liegt nichts Gutes drin. Da werden wieder Hüte drin liegen, da kriegst du Krise. Was für ein Tag heute. Mahlzeit. Ja, ja, hau ab. Nee, da liegt nichts Gutes drin. Oh, Rohrzange, super. Wildschweinfell, überragt. Was ist das? Rentiergeweih. Unsere Ilse kriegt einen Hut. Yes. Ilse, das Rentier. Rentierkuh. Das Wildschweinfell werden wir gleich verkaufen, Leute. Oh, hier war ein Hirsch. Und noch einer. Was habt ihr gemacht hier an der Kirche? Ihr habt da rumgesaut, ne? Ihr Schweine. So. Wer war denn eigentlich der Fellkäufer hier? Du warst doch. Steht immer kurzärmlich draußen, ne? Warst du hier der Fellkäufer? Nee, ne? Lass mich in Ruhe, Hendrik. Ich hab keine Zeit. Du warst es doch, Thomas. Thomas, 350, oder? Yes. Oh, Geld kommt rein. Geld kommt rein. Es ist so wunderschön. Hier, wunderschön. Ab nach Hause. So, jetzt machen wir Ilse auf jeden Fall noch zur Rentierkuh. Und dann müssen wir sie noch einsperren. Was soll das alles? Hört jetzt auf. Kasimir, es reicht. Nur weil es so ein bisschen kalt ist, du musst... Kannst du denn immer hier rumjammern und heulen und oh, das Leben ist scheiße. Das wissen wir. Wir können es aber nicht ändern. So, ich mache jetzt hier mal auf, dass die Hühner reinkommen. Ne, dann mache ich hier jetzt mal zu. Hier ist eigentlich alles easy peasy. Und die Schweine liegen schon hier rum. Ilse! Komm mal her. Ich hab da was für dich. Du bist unsere Rentierkuh. Ja, Baby. Zeig dich. Zeig dich, Ilse. Du bist die Beste. Unsere Rentierkuh, komm mal mit. Hier kannst du den Stall rein. Hier oben kannst du rein. Komm her. Wo bist du? Los, Ilse, rein ins Stall mit dir. Komm. Du bist die beste Ilse auf der Welt. Da liegt sie. So, sind meine Hühner drin? Wer ist er hier? Komm her. Ist er vorne? Fettheit. 62. Gesund nach der Geburt. Was für eine Geburt? Oh, Entschuldigung. So. So. Nein! Oh, Gott sei Dank. Jetzt haut die wieder ab, die Sau. Wo seid ihr denn? Was habt ihr denn? Wie viele Hühner habe ich denn? Komm her. Ach, das ist ja Wahnsinn hier. Jetzt habe ich es wieder eingesperrt. Mit E. Nicht mit Handgranate, bitte. Nicht mit Handgranate. F. Was ist los? Aus. Perfekt. Da die ja jetzt pennen, wird ja jetzt nur keiner abhauen. Das wäre ja ungünstig. Jetzt sehen wir erstmal, wie viele Hühner wir haben. Viel zu viele. Was für ein Dezembertag. Habt ihr noch Zeit? Ey, wir sind schon voll drüber, aber heute muss man sein. Man muss auch mal drüber sein, ne? So, eh, lass los, hau ab. So, tschüss. So, dann haben wir das mit den Hühnern nämlich jetzt auch gleich erledigt. Da sind noch welche in der Scheune, das habe ich gesehen. Wir haben schon wieder kleine Küken irgendwie. Da sind die nächsten. Komm her. Wir haben viel zu viele.
Der hat wirklich viel Spielünder. So, hier. Komm mal her. Okay. Tschüss. So, oh, das wird erleuchten. Kasimir, du kriegst gleich einen Tee. Einen schönen. Hallo, Herr Hahn. Wieso haben wir einen Hahn? Haben wir zwei Hähne? Aber auch jetzt, oder? Hier sind ein paar Plätze nicht wieder besetzt. Na, super. So, hier waren auch noch irgendwo welche. Hör ich doch schon wieder. Irgendwo versteckt ihr euch doch schon wieder. Hier, mitten im Gras. Hä? Da ist eine. Moin. Kannst dich nicht... da ist noch eine. Ja. Auch zu jammern. Das Leben ist halt so. Kannst nicht ändern. Tschüss. So, und dann ist das nämlich hier auch endlich zu und die Scheune bleibt zu und dann können die Tiere da auch machen, was sie wollen. Bis auf die Ilse, die kommt dann halt irgendwann nochmal raus. Da müssen wir halt alle einfällen. Aber da sind auch nochmal zwei Hühner. Leute, Leute, Leute. Ihr Lieben, ich werde jetzt noch die Hühner einfangen, bis das alles soweit fertig ist. Dann gehe ich mir gibt's einen Tee für den Kasimir. Ja. Und ich rutsche rüber in die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.